So, herzlich willkommen zu unserem Pressegespräch vor dem Heimspiel gegen die Arminia aus Bielefeld am morgigen Freitag mit unserem Cheftrainer Konrad Fünfstück. Vorab die Infos, knapp über 20.000 Tickets bisher für die Partie weg. Gucken, was jetzt im Laufe des Tages heute und morgen dann noch verkauft wird. Schiedsrichter haben wir aktuell noch nicht, müsste in Kürze kommen, kann man dann bei uns auf den Online-Medien nachlesen. Conny, wie man dir ansieht, kommst du direkt vom Trainingsplatz, Respekt, also direkt vom Trainingsplatz zur Pressekonferenz, hat ein bisschen weniger gemacht. Ich glaube, danach geht es auch wieder zurück auf den Trainingsplatz. Jetzt kommt am Freitag ein Heimspiel nach 3 Auswärtsspielen. Mal ganz ehrlich, wie froh bist du jetzt dann auch endlich wieder auf dem Betze spielen zu können? Ja, natürlich habe ich jetzt große Freude auf das Heimspiel, muss ich wirklich sagen. Ich durfte in meiner Amtszeit bis jetzt schon einige Stadien kennenlernen, überwiegend Bochum, war jetzt zweimal in Bochum und noch in Sandhausen und in Karlsruhe und durfte einmal das Gefühl erleben, wie es hier ist, mit unseren Fans zusammen hier ein Heimspiel zu bestreiten. Und ich freue mich, dass es jetzt losgeht gegen Bielefeld. So, und jetzt geht's los mit Fragen. Mikrofon kommt. Ich denke mal, die Rheinpfalz macht den Anfang. Oliver Sperg. Zu den Personalien, was kannst du sagen? Gab es Wehwehchen aus Bochum? Wie sieht der Kader möglicherweise aus? Oder beziehungsweise wer kann definitiv nicht? Ja, erfreulich ist, dass Pich nach seinen Wadenproblemen vor der Rückkehr steht in den Kader. Das macht Hoffnung. Manni ist jetzt im Training wieder integriert. Muss man mal gucken, wie er sich heute Abend dann noch fühlt. Ansonsten das Übliche in der englischen Woche. Es war in Bochum ja auch ein sehr, sehr laufintensives Spiel von unserer Mannschaft. Deswegen müssen wir gucken, wie die Mannschaft gestern regeneriert hat. Heute haben wir ein Training und dann geht es morgen gegen Bielefeld.